Seid gegrüßt, Freunde, willkommen zurück zur Let's Play Doom 3 BFG Edition Resurrection of Evil. Hier mit 2 HP. Ja, ich bin aus dem himmlischen Urlaub zurück und bewege mich direkt wieder in die Hölle. So, haben wir hier noch irgendwas an Leben? Nein. Also, Aufgabe ist es immer noch, zu dieser komischen Tante zurückzukehren, um ihr dieses Artefakt zu bringen. Mit 2 HP ist das so eine Sache. Das ist es. Das Primitiv. Aha. Okay. Und bei 2 HP nutze ich jetzt mal. Ja, genau. Ist richtig. Das hier nutzen. Wo ist der nächste? Da. Oh, ich hoffe, ich habe gespeichert. Wenn nicht, sieht das ganz, ganz übel aus. Ja, doch, habe ich ja. Oh Gott. Lass mich hier runter, Mann. Oh. Was? Zombie? Gut. Aha. Kann das explodieren? Kann's nicht. Okay. Was haben wir jetzt eigentlich noch an Waffen? Ach ja, wir haben ja die doppelläufige Glückseligkeit. Aha. Aber echt ein bisschen Leben wäre echt richtig geil, Leute. Ohne Scheiß. Oh, Gott sei Dank. Los, raus hier. Okay, wo kommen wir hin? Verlassen Erebus-Labor in die Erebus-Zentrale. Ja, gerne. Mhm. Oh, gib mir das. Okay. Hey! Hey! Sie, hier ja, oben. Kollege. Die Energie unten ist ausgefallen. Generatoren sind überladen. Sie brauchen 2 Energiezellen, um den Lift zu aktivieren. Von hier aus kommen wir zur Oberfläche. Schnell! Okay. Okay, okay. Gesundheit. Aha, aha. Ach scheiße, da müssen die ja rein. Ja, fuck it. Also wieder 2 Energiezellen finden. Hallo. Nein! Tipp, tap, tipp, top. Dann kommt mal her. Hä, wo? Nummer 1. Nummer 2. Ich hab doch da was gehört gerade. Aha, aha, aha. Ja, so nicht. So. Ach, scheiße, ja gut, den hätte ich ja. Egal. Hätte ich ja aufsaugen können. So, okay. Da kann ich nicht durch. Ich brauche ein PDA. Mal wieder. Uncool. Komm her. Die ist schon richtig geil, die Waffe. Also. Gut zielen. Gut zielen ist aber sehr wichtig. Möglichst nah dran sein. Dann ist es ein One-Shot. Ausrüstung, ja. Ich habe immer noch kein fucking PDA. Ach du Kacke. Das ist ja ganz lecker hier. Oh. Aua. Wo zum Geier? Rockt auf jeden Fall. Macht Spaß.
Da geht's auch noch längst. Also 2000 verschiedene Wege. Oh, oh. So ein schneller. Aber mir fehlt immer noch ein PDA. Ach na, da ist er. Ron Gibbons. E-Mail. Sicherheit@ec.net. Einfach Schließfächer. Mr. Gibbons, wir haben die Codes für die Schließfächer in Ihrem Bereich herausgefunden. 937 sollte funktionieren. Bei Problemen wenden Sie sich bitte jederzeit gerne wieder an uns. Evans, Leiter der Sicherheitsabteilung. Standort 1. Nathan G. Reynolds. Ron, wir sitzen hier die meiste Zeit im Dunkeln. Hast du ein paar zusätzliche Energiezellen für uns? Danke im Voraus, Nathan. Bestimmt. Bestimmt, Digga. Boah, das ist dieses Piepen, das macht mich irre. Warte mal, da kann ich runter, da kann ich runter. Macht das einen Unterschied? Nee, macht keinen Unterschied. Ach, hier sind wir wieder. Okay. 937, ja? Ja. Schrothülse. Warte mal, warte mal. War da jetzt nicht noch eine andere Tür? Oder bin ich bescheuert? Nee, da war doch... Ja, hier. Aha. Au. Zombie? Die immer so tun, als würden die sich mit irgendwas beschäftigen und hier einen Lebenden vortäuschen, ne? Das ist wieder ein Super Turkey. Ja. Super Turbo Turkey Puncher. Scheiße. Und wenn er aber nicht treffen sollte, ist das echt fatal teilweise, ne? Aber alles unter Kontrolle, alles unter Kontrolle. Ja, habe ich mir gedacht. Ich bin mal weg. Ja! Ey, genau. Was, zwei? Was machen die denn da? Okay, die versperren sich gegenseitig den Weg. Wir haben ja aber hier so nette Überraschungseier. Okay, mal kurz hier durch. Oh, wieder so verzweigtes Gänge hier. Okay, hier ist aber nichts. Hier irgendwas übersehen? Ups. Ups, ups, ups. Ha. Wir müssen zwei Energiezellen noch finden, ne? Aha, hallo? Max Smith, okay. Smithy, we need you. Okay. Da! Mac. Mac Guides. Max Smith. Dr. Kleinberg. Medikamente, damit ich schließen kann? Was? Mac, es tut mir leid, dass ich nicht damit ich schlafen kann. Ich habe ein Rezept ausgestellt. Damit sollten Sie Ihre Schlafprobleme in der Vergangenheit angehören. Lassen Sie mich wissen, wenn ich noch etwas tun kann. Viele Grüße, Dr. Kleinberg. Ursprüngliche Nachricht, Dr. Kleinberg, könnten Sie mir vielleicht ein Medikament empfehlen, damit ich schlafen kann? Ich habe hier draußen noch kein Auge zugemacht und falls ich doch mal einschlafe, habe ich schreckliche Albträume. Ich sehe Dinge. Dinge, die ich nicht sehen möchte. Ich möchte einfach nur schlafen. Wenigstens ein paar Stunden. Vielen Dank. Mac. Oh, warte, ich wollte doch gerade was trinken. Darf ich jetzt? Dankeschön. So.
So, also, dann jetzt hier durch. Ruf machen. Immer dieser Motor. So. 9, 3, 7. Schön. Schön, schön, schön. Uns geht's eigentlich ganz gut. Wo bist du? Au! Immer rund im Kreise. Wir sind die Kinderdreie. Tanzen in der Reihe. So, okay. Nummer 1. Entnahme. Auch das hat natürlich wieder Konsequenzen. Also dieses ständige Nachladen, das ist ein bisschen nervig. Also immer bei 2 Schuss. Ich könnte natürlich dieses automatische Nachladen machen, aber das mache ich nicht. Upsa. Ein bisschen Skill muss ja schon da sein, ne? Ach, da ist das andere. Oh, ich bin ja so ein Depp. Dahinter? Gehst du auch hoch? Okay, dann nicht. Explodierst du denn nicht? Ach nee, einfügen. Und jetzt? Setz den Lift in Betrieb. Habe ich. Jetzt muss ich wieder hoch, oder was? Okay. Ach genau, bei dem einen Typen da, der mir dazugerungen hat. Aber ich dachte, ich brauche 2 von den Dingern. Oha. Gut. Hier ist echt nichts. Weiter ist. Okay. Nee, wirklich nicht. Nun gut. Auch nichts. Okay. Ha, okay. Ja, dann gehen wir einfach mal wieder zurück. Schleimigen Tunnel hier. Ja, machst du auf oder was ist hier los? Bescheuert, warte mal. Aha, da oben ist auch ein Health Station. Nehmen wir das doch mal. So. Ja, aber warte mal, bin ich jetzt total bescheuert? Ich bin doch. Ich verstehe das gerade nicht. Ich muss doch da durch. Ich muss doch da durch. Nicht, komme ich da nicht durch. Okay, ich bin gerade etwas verwirrt. Gehen wir das alles nochmal ganz systematisch durch. Was ist denn hier nochmal gewesen? Da komme ich doch her. Hä? Ich bin gerade etwas verwirrt, also ziemlich verwirrt.
braucht doch zwei. Hä? Ach, der geht immer hoch und runter und ich muss dann genau in dem Moment hier reinspringen, wenn er wieder runter. Ja, das soll mir auch mal einer sagen. Ohne Scheiß. Ach so, da kommt immer wieder einer hoch. Ja, so, da kann ich mir hier ja einen absuchen. Meine Fresse. Ich steige hier wieder aus. So. Okay, da darf ich nicht rüber. Nein, anscheinend nicht. Da muss man auch erstmal durchdenken. Also da muss ich erstmal einen Schluck trinken. So. Haben wir hier noch irgendwas? Ah ja. Aber voll, ich kann's nichts nehmen. Okay. Ups. Oh, meine Nase juckt schon wieder. Aha! Du bestimmt auch. Nee, du nicht. Okay. Zwei nur, ne? Ja, okay. Ja, mal schauen. Kommen noch ein paar neue Monster. Das wäre ganz cool. Bisher sind ja zwei neue aufgetaucht. Hier ist auch nichts mehr? Ganz verwirrend. Ach nee, da. Na komm. Ja. Na klar. Wo denn? Oh. Wo ist jetzt schon wieder dieses fucking PDA? Krampf ist das hier, ein Krampf. So, nochmal nach PDAs hier durchforsten. Ist kein scheiß PDA. Ja. Nehmen wir doch das. Nathan Reynolds. Ah, falsche Spruchfinde. War denn jetzt hier noch? Ach, da. Gut, Nathan, was hast du ihm gesagt? Bisschen, was hast du zu sagen, Nathan? Ron L. Gibbons, ich brauche Energiezellen. Antwort. Nathan, tut mir leid, ich versuche schon die ganze Zeit selbst an welche zu kommen. Diese Energiezellen funktionieren super, nur haben wir leider nicht annähernd genug davon. Typisch. Ich sag dir Bescheid, wenn ich ein paar übrig habe. Wir sollen demnächst eine Lieferung bekommen. Ron, ursprüngliche Nachricht. Ron, wir sitzen hier die meiste Zeit im Dunkeln. Achso, okay, das war die Antwort. Gut, jetzt geht's aber weiter hier. Was ist das? Schön. Aha. Was ist denn das? Da möchte ich nicht reingeraten. Wirklich nicht. So, Brücke lösen. Gehen wir schnell rüber. Aha. Ich muss hier runter, aber ich komme dann noch nicht mehr zurück. Schöne Scheiße. Aber zwei Energiezellen. Geile Scheiße, jetzt haben wir es. Vergiss es. Was ist denn da unten? Warte, ich sollte lieber mal speichern. Ich will mal schauen, ob da unten irgendwas ist, aber... sicher ist sicher. Au! Okay, ich komme da aber nicht durch.
Da komme ich nicht durch. Hier komme ich nicht durch. Okay. Aua. So. Ei! Oh, zwei? Komm her. Nachladen, ein bisschen schneller bitte. So, weiter geht's. Wieder ein bisschen. Aha, okay, ich habe verstanden. Einfügen. Lift rufen. Und der Typ ist natürlich weg, klar. Warum sollte er auch noch die weiter da rumhängen? Okay, den Lift kann ich ja nicht rufen, weil er hier Schrott ist. So, und jetzt? Bin ich wieder verwirrt. So! Warum soll ich ihn rufen? Ja klar, er ist ja schon da. Logik. Dummheit. Meinerseits. Wo ist der Typ hin? Er lauert mir doch bestimmt irgendwo auf. Entweder will er mich erschrecken oder ist ein Zombie. Bist du das? Ja. Ach, der hat einen. Ach, keine Ahnung. Ich frage mich nicht, was er da auf dem Kopf hat. Bestimmt war er das. Oder er ist hier runter. Das kann auch sein. Okay. Verlassen Erebus-Zentrale. Erebus-Forschung. Okay. Ja, wir haben es geschafft. Geiler Mist, du. Ein bisschen Zeit haben wir sogar noch. Puh. Oh, das sieht übel aus. Kanalisation. Da habe ich ja Bock drauf. Ne, hab ich nicht. Okay. Komm mal her. Ja, das rockt schon. Das hat was. Aha. Aura. Leiche, wen brauche ich denn hier? Leonard Avery, Sean Gibson, Dr. Cloud. Ja, von denen habe ich ja gerade was gelesen. Komm her. Ist das auch wieder eine Leiter? Nee. Eigentlich können wir auch wieder mal so ein bisschen mit Granaten arbeiten. Nicht immer so viele davon. Wenn das mal gut geht, du. Hey, Kollege. Ich weiß wirklich nicht, ob unsere Systeme mit weiteren Überladungen klarkommen. Unsere Ausrüstung ist alt. Wenn ich nicht bald das Primitiv bekomme, ist es zu spät. Sehen Sie? Er hat's geschafft. Wenn man vom Teufel spricht. Ihr Marine hat das Primitiv. Macht den Computer für die Übersetzung bereit. Überspannung. Noch da? Dr. Cloud, sind Sie da? Es funktioniert. Hier steht es. Unglaublich. Alles genau wie beschrieben. Die Invasion, die Dämonen, alles genau wie in den alten Schriften. Dr. McNeil, unsere Vermutungen stimmen. Das Artefakt ist eine unglaublich mächtige Waffe. Das erklärt Betrugers Besessenheit von der alten Zivilisation. Ja, aber es steckt noch viel mehr dahinter als gedacht. Das alte Volk berichtet von drei unaufhaltsamen Bestien. Mächtige Dämonen, die sie Jäger nennen. Scheinbar beschützen sie das Artefakt. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß.
Viel Glück. Ich bin im Phobos-Labor. Langsam ergibt das alles einen Sinn. Das Artefakt ist nicht nur eine mächtige Energiequelle, sondern auch ein Portal. Ein Tor von der Hölle in unsere Dimension. Ich brauche mehr Details. Dr. McNeil ist eine Expertin für die alte Zivilisation. Bringen Sie ihr das Artefakt, damit wir herausfinden können, wie man es zerstört. Hier der Schlüssel zur Waffenkammer. Sie werden Feuerkraft brauchen. Jo, geile Scheiße, vielen Dank. Auch wenn unser Protagonist echt grimmig reinschaut, der sieht irgendwie böse aus. Ja, Waffenkammer klingt sehr gut. Zwei von euch. Nee. Ah ja. Das ist mein drittes Opfer. Hab ich dich. War das? Also drei mächtige Dämonen, drei unaufhaltsame Jäger, quasi die das Artefakt beschützen. Das werden dann wahrscheinlich. Einen davon haben wir doch bestimmt schon besiegt, ne? Das war doch der eine. So. Was haben wir denn? Komme ich da nicht rüber? Schade. Ah ja. Okay, auf die Entfernung auch. Gerockt. Ich dachte, ich muss näher dran sein. Aber genau zielen muss man schon. Auch so immer so eine Sache mit einer Schrotflinte. Sean Gibson, alte Hütte. Achso, wir wollten ja mit Granaten arbeiten, habe ich fast vergessen. Leo Avery, komm zurück! Sean, wir brauchen dich hier und zwar jetzt. Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber wenn es nur im Ansatz so ist wie beim letzten Mal, wird es richtig heftig. Komm bitte sofort zurück. Leo Avery, WG, Vorbereitung. Wir brauchen sofort Munition. Dr. McNeil hat eine Nachricht geschickt, dass wir demnächst die Gesellschaft bekommen und dieser Person so gut wie möglich helfen sollen. Prüf die Lage in den Frachttunneln und sag sofort Bescheid. Ursprüngliche Nachricht. Leo. Sie müssen für mich die Vorräte in der Hangarwaffenkammer im Erebus-Komplex checken. Es wird wohl bald Probleme geben und wir müssen uns so gut wie möglich vorbereiten. Wenn Sie Unterstützung brauchen, wenden Sie sich an Sparks und Carney. Sie forschen in Ihrem Komplex. Hey, Karkov. Mail-Problem ist schon. Ich habe Probleme mit dem Senden und Empfangen von E-Mails unter atlnet. Können Sie sich bitte das mal ansehen? Ich möchte nicht, dass sich Katharine Sorgen macht. Bis bald. Oh fuck. Wo ist... Da. So, Granaten. Jetzt aber. Okay, jetzt sind ziemlich viele rote Fässer hier. Aber ich habe trotzdem einen erwischt, glaube ich. Geht doch. Aber zur Sicherheit löse ich auch lieber die anderen Tonnen aus. Oh Gott. Besser zielen, bitte. Das ist ein Schock. So, jetzt sind wir wieder hier. Aber wir haben ja noch, habe ich fast vergessen. Tada. Unseren, warte mal, so. Unsere Waffe, dessen Namen ich leider vergessen habe. Jetzt komm, hoch mit dir. Da haben wir Medizin. Sonst nichts, ne?
Okay. Ja, habe ich fast vergessen, das Ding. Ups. Gut, dann sind wir jetzt wieder hier. In unserem Revier. Okay. Ja, aber... Wo jetzt nochmal hin? Ich bin schon jetzt total verplant. Muss ich jetzt wieder zurück? Wo war denn die fucking Waffenkammer eigentlich? Muss ich nochmal kurz durchschauen. Zurück. Also wieder da runter. Bin gerade nur so ein bisschen am Hadern, weil. Was ich jetzt echt. Waren wir jetzt schon mal im Phobos-Labor? Nee, ne? Doch. Was sind wir denn da? Muss ich jetzt echt wieder hier komplett zurück? Was war das denn? Ich muss echt wieder zurück, ne? Ne, muss ich nicht. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt ist over bei mir. Oh. Was ist denn das für ein Geräusch? Warte mal, ich gehe da nochmal rüber. Ist nichts. Okay. Ich bin gerade hardcore verwirrt. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Aber warte mal, wir könnten... Würde Sinn machen, ne? Ich kann da nicht rüber. Ist denn da irgendwas, wo ich... Sag mal, bin ich jetzt total bescheuert oder was? Hoppa! Ich klemm da fest, ich kann da nicht durch. Ja, ich blick da gerade nicht so wirklich durch, ne? Ich kann mich da wiederholen. Gehen wir nochmal ganz systematisch durch. Habe ich irgendeine Leiter vielleicht vergessen, übersehen? Weil Türen habe ich ja alle abgegrast und letztendlich hat uns der Weg wieder nach da unten geführt. Also irgendwie muss da unten ja was sein. Da sind wir wieder durchgekommen. So, da sollten wir wieder durch, sonst hätten wir auch das PDA nicht bekommen. Selbst wenn ich darüber gehen würde, da wäre nichts.
Irgendein Schacht vielleicht. Leiter, Schacht, irgendwas. Alter, das ist mir... Verschaff ich dir zu... Wo ist denn die fucking Waffenkammer? Holy shit. Hä? Ah! Ich bin die ganze Zeit vorbeigelatscht. Wie scheiße ist das denn? Ah. Hol den Schutzanzug. Okay. Begib dich durch die Abwasserkanäle zur Frachtstation an der Oberfläche. Leo Avery. Elizabeth McNeil, Antwort Vorbereitung. Was ist da unten los? Ist der Bereich gesichert? Eines unserer Mitglieder sollte demnächst eintreffen. Sorgt dafür, dass er alles bekommt, was er braucht. Ursprüngliche Nachricht. Leo, Sie müssen für die Vorräte in der Hangarwaffenkammer im Erebus-Komplex... Achso, das hatten wir eben schon. James Carnage, Munition. Verdammt nochmal. Was brauchen hier... Wir brauchen hier gestern Munition. Wir brauchen hier gestern Munition. Aha. Was zur Hölle soll das, Leo? Bunkerst du alles für dich? Sparks, scheiß dich hier verflucht nochmal die Hosen voll. Okay. Schrothülse. Munitionsgürtel. Geiler Mist. Und da haben wir es. Unsere Schnieke Chang'an. Ja, nach diesem beschissenen Suchvorgang, ja, werde ich jetzt mal an dieser Stelle speichern und auch, wobei ja war gerade gespeichert, aber werde an dieser Stelle auch den Part beenden, einen wunderschönen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht, mir beim Suchen und beim Suchen zuzuschauen und wie ich mich hier rumgequält habe, wollte ich noch sagen, ne? Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Play Doom 3 BFG Edition Resurrection of Evil. Haut rein, bis dann und ciao.